Wie entstehen Entwürfe und wie entsteht Design? Ausgehend von dem Text des Theoretikers Thorst Rittel haben wir diese Analyse, dieses sprunghafte Denken, dieses Improvisieren im Prozess Design dazu genutzt, eine Kampagne zu entwickeln. Das heißt, uns hat im Prinzip eine Art von DNA von Gestaltung interessiert. Mit der Kampagne zum German Design Award 22 haben wir versucht, zentrale Elemente des Design Thinking zu visualisieren. Was uns besonders interessiert hat, ist das Denken selbst, also die Frage, wie entstehen Ideen, wie entstehen aus Ideen Lösungen? Ist das ein linearer Prozess oder ist das vielleicht vielmehr ein chaotischer, sprunghafter mit unvorhergesehenen Twists und Wendungen? Die Analyse von Rittel sind wahrscheinlich die ersten Texte, die das Grundthema und die Grundproblematik von Design praktizieren, thematisieren. Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um eine Disziplin dreht, deren Improvisation ein wichtiges Element im Prozess des Entwurfs ist, dann ist das so zum ersten Mal bei diesen Berkeley Lectures niedergeschrieben worden. Das Interessante ist eigentlich, dass wir von einer Non-Linearität eines Gedankens ausgehen und dieses sprunghafte Arbeiten, dieses sprunghafte Denken im Prozess ist dann, was dann auch Ideen generiert. Die andere Frage ist zum Beispiel auch, wie löst man ein Problem, von dem man noch gar nicht weiß, worin es besteht? Also ein zentrales Moment der Idee des Wicked Problem. Das Interessante ist eigentlich, dass man nicht von der Idee ausgeht, die dann realisiert wird, sondern dass ein Prozess stattfindet und sich darüber eine Idee modelliert. Wir haben einen 3D-Raum konzipiert, der so eine Art wissenschaftliche Laboranmutung hat. In diesem Raum gibt es Rampen in verschiedenen Formen und Größen und einfache geometrische Körper. Dieses Objekt ist dann die Metapher der Idee gewesen, die Metapher eines Gedankens. Zu diesem Setting kommt dann das filmische Element, Bewegung, Action, Charakter, Handlung. Das ist gelenkt von verschiedenen Fragen, zum Beispiel, wie verhalten sich die Objekte zur Schwerkraft? Was für ein Transformationspotenzial haben die einzelnen Objekte im Raum? In was können sie sich verwandeln? Die Gestaltung der diesjährigen Kampagne reflektiert ja in starkem Maße auch Themen und Fragestellungen des Design Thinking. Die Frage, die uns eigentlich alle bewegt, wie bekommen wir eigentlich die Transformation hin, wie bewältigen wir den Change und müssen wir uns da nicht immer wieder neu adaptieren, neu bewegen und in neuen Konstellationen zu Lösungen kommen und bringt sozusagen da auch den Gedanken ins Rollen. Das hat eigentlich die Kampagne ganz gut bewiesen, dass wir auch mit dem schwierigen Gedanken, wie visualisiert man einen Gedanken, doch mit unserem wissenschaftlichen Raum extrem spielerisch umgegangen sind und dass es ein Modell sein kann, wie man eine Idee visualisieren kann, beziehungsweise wie man einen Prozess einer Idee visualisiert. Eine der Herausforderungen liegt natürlich darin, am Ende trotzdem eine unterhaltsame Gestaltung zu finden. Das heißt, die Clips sollen ja Spaß machen. Also das heißt, es gibt einen inhaltlichen Punkt, der die Kampagne zur Kampagne macht und die besteht eben aus einer theoretischen Grundierung, aber gleichzeitig aus einer unterhaltsamen Form, die wir finden mussten. Bei der Gestaltung und Umsetzung der Preisverleihung sehr, sehr große Freiheit. Für uns gehört alles dazu. Für uns gehört dazu die visuelle Gestaltung, die Dramaturgie, die Regie, die Auswahl des Live-Acts. Das ist alles für uns ein Gedanke. Ich glaube, dass dieser ganzheitliche Ansatz eben genau auch dem Ansatz des German Design Award entspricht. Es geht vor allen Dingen darum, hier Ideen zu entwickeln, die die Reflexion
mit der Gegenwart darstellen. Das heißt, jegliche Innovation, die wir entwickeln, ist ein Spiegel auf die Innovation der Produkte, die im German Design Award ausgezeichnet sind. Deswegen gebührt natürlich die Bühne der einzelnen Leistung, dem einzelnen Produkt, aber es ist trotzdem wichtig, ihn auch als Ganzes zu verstehen. Und hier kommt immer ein ganz wichtiger Punkt der Kampagnenentwicklung zu. Da führen wir immer zu Beginn sehr, sehr intensive Diskussionen, in denen sich tatsächlich auch die aktuellen Themen der Awards spiegeln. Das ist für uns immer ein ganz starker Impuls, hier auch nochmal den Blick konzentriert auf die Entwicklung zu lenken. Ich glaube, das Besondere an der Arbeit ist, dass wir tatsächlich jedes Jahr die ganze Geschichte neu erfinden können, aber gleichzeitig durch diese lange Kontinuität auf ein gemeinsames Vokabular, gemeinsame Vorstellungen zurückgreifen können. Das eigentlich Interessante ist ja, dass in vielen Disziplinen das Wort Improvisation oder die Tätigkeit Improvisation als was Negatives behaftet ist, wo wir vom Design ausgehen oder vom Practicing vom Design, dass die Improvisation selber eine Art von Werkzeug ist, also hilfreiches Werkzeug ist, mit dem wir von einer Idee zur nächsten Idee kommen. Ein weiteres Thema ist immer das Verhältnis von analog zu digital. Wir haben einige Arbeiten gemacht, wo wir digitale Bilder mit analogen Mitteln simuliert haben, sodass man im Grunde am Schluss gar nicht mehr sagen kann, hat man hier es mit einer virtuellen Realität zu tun oder mit einer tatsächlich abgefilmten. Das ist ein Ping-Pong, was mehr oder weniger über das gesamte Jahr sich erstreckt und verschiedenen Themenkomplexen gearbeitet wird, verschiedene Tests gemacht werden. Wir haben zum Beispiel eine lange Zeit mit Licht experimentiert. Was passiert, wenn man Licht oder leuchtende Objekte filmt, daraus Bildkompositionen macht und die dann wiederum auf eine große Leinwand projiziert? Wir denken diesen Prozess und diese Gestaltung ganzheitlich. Das ist ein recht offener Prozess, an dessen Ende aber immer eine bestimmte Form von Bildfindung steht. Und natürlich auch am Ende sowas wie eine Art System, in dem sich die Preisträger dann integrieren lassen. Ich denke, wir sind es dem Designpreis und den ausgezeichneten Produkten auch schuldig, zu sagen, wenn da Innovation der Motor ist, eines Gewinners, dass wir gleichermaßen die Show, die Ideen und die Konzepte, die wir individuell jedes Jahr entwickeln, auf Augenhöhe mit diesen Ideen halten.